Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe mir, nachdem mich einige danach gefragt haben, wieder eine Postfachadresse zugelegt. Hier eingeblendet. Ich habe das zwar bereits auf Twitter und auf Instagram erwähnt, allerdings folgt mir scheinbar noch nicht jeder auf Twitter oder Instagram. Zu Weihnachten wünsche ich mir von euch, dass mir jeder von euch auf Twitter und auf Instagram folgt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Nachdem wir uns letzte Woche wieder so aufgebracht über unlogische Dinge in Pokémon aufregen mussten, dachte ich, es wäre mal wieder ganz schön, etwas Entspannteres zu bringen. Dass Pokémon einige Jahre auf dem Buckel und etliche Entwicklungen und Veränderungen durchlebt hat, wissen wir. Nicht ganz unbetroffen davon sind die Designs der Pokémon selbst geblieben. Gerade in den jungen Anfängen des Franchises waren viele Konzepte noch nicht zu Ende gedacht und wurden in späteren Editionen umgeändert. Ein paar davon kennt ihr sicher bereits aus vorigen Videos, andere drösel ich jetzt nicht zum 10. Mal auf, aber hier sind einfach mal 8 Pokémon-Designs, die im Laufe der Zeit einen Wandel erlebt haben. Beginnen wir mit einem Anwärter, der es leider bereits in meinem Video der schlechtesten Sprites geschafft hatte, Golbat. Mal abgesehen davon, dass ich froh bin, dass es keine aus dem Schädel ragenden Augen und eklig schlabbernde Zunge mehr hat, ist gerade letzteres ein Detail, welches wir in Pokémon Blau und Rot und danach nie wieder gesehen haben. Noch nicht einmal im offiziellen Artwork vom Designer Kenzo Gimori hatte Golbat eine Zunge. Vermutlich war es zuvor tatsächlich mit Geschmacksorgan konzipiert gewesen, aber die Schande, dass diese Zunge nie Schlecker erlernen durfte, konnte Game Freak nur damit erklären, dass die Zunge ein Fehler war. So meine gänzlich ernst gemeinte Vermutung. Für lange Zungen sind Vampire und Fledermäuse auch nicht unbedingt bekannt, was den Machern dann wohl auch aufgefallen ist, und schließlich fiel die Zunge der Schere zum Opfer. Ja, ekliges Kopfkino gerade. Außerdem, wenn so ein Golbat mal richtig beherzt zubeißt und seinem Opfer das Blut leer saugt, ist eine so lange Zunge sicher auch mal im Weg. Dazu ist es ein Gifttyp und würde sich womöglich mit seinem eigenen Gift vergiften, wenn es sich auf die Zunge beißt. Giftschlangen können auch an ihrem eigenen Gift sterben, warum dann nicht auch Golbat? Naja, gut, dass sie sich das nochmal überlegt haben und ab der Pokémon-Gelb-Edition der Sabberlappen, wow, was für ein Wort, das habe ich mir gerade ausgedacht, nicht mehr dabei war. Bevor das noch schief geht. Der Arme. Lieber Arm dran als Arm ab, pflege ich immer zu sagen. Was das angeht, hat Kokuna leider das schlechtere Schicksal ereilt. Im Sprite der ersten Generation hatte es nämlich noch 2 Arme, die es in späteren Spielen wie auch Artworks nicht mehr hat. Was möchte ein Kokuna auch schon mit Armen, wenn es sie eigentlich eh nicht benutzen kann? Es soll ja einen völlig immobilen und wehrlosen Kokon darstellen und großartig angreifen kann es ja auch nicht. Es gibt Theorien, dass es seine Arme immer noch hat, sich jedoch stets angewinkelt lässt, da sie eh zu schwach sind, um Schaden anzurichten oder Schutz zu bieten. Aber das halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich, da das so ein Fakt wäre, den man zumindest im Pokédex festgehalten hätte. Aber da steht nichts drin, ergo keine Arme für Kokuna. Ohne Arme muss sich auch der ganz kleine Bruder meines Lieblings-Pokémons rumschlagen. Und selbst als entwickeltes Alpollo hat es immer noch keine Arme, sondern nur Hände, aber ich schweife ab. Nebulak hatte ebenso eine kleine, aber feine Designänderung erleben müssen und ich bin ehrlich gesagt nicht ganz glücklich damit. Zugegeben, sie ist nicht so gravierend, wie ich sie immer empfinde, aber wenn ihr es seht, werdet ihr vielleicht doch große Augen machen, wo wir auch schon beim Punkt sind. Nebulak hatte schon immer große Augen und sie ragten auch immer etwas über den Rand seines Kopfes hinaus, aber seit Pokémon Go und Pokémon Let's Go sind seine Augen so riesig geworden und stehen so deutlich über, dass ich es echt nicht mehr ganz so schön finde. Ich war mit den etwas dezenteren Augenmaßen sehr zufrieden, wie damals im Anime, und ich habe mich damals nicht so angeglotzt gefühlt wie heute. Da bekommt man ja Angst. Wobei das als Geist-Pokémon vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, aber nee. Nee, das gefällt mir persönlich nicht so. Tut mir leid. Wenigstens sind seine Augen ja noch gleich groß und nicht eines größer als das andere, so wie inzwischen bei Kinglas Scheren der Fall. Kingler hatte tatsächlich damals noch 2 gleich große Scheren, die sich im Laufe der Zeit jedoch größentechnisch auseinanderlebten. Inzwischen ist Kinglers rechte Schere nämlich um einiges größer und mächtiger als die linke, was ich persönlich auch äußerst ansehnlich finde. Wären beide gleich groß geblieben, wäre die Kraft hinter seinen Klauen wohl kaum so stark hervorgehoben worden wie jetzt. Jetzt hast du den Eindruck, oh, großes Pokémon und die eine Hand, da sieht ziemlich gefährlich aus. Da lasse ich mal lieber die Finger von. Kluger Schachzug. Witziges Bild. Ich muss mir gerade vorstellen, wie Kingler mit seiner Riesenklaue Schach spielt. Oh Gott, es ist spät, während ich das aufnehme. Ich sollte schlafen gehen. Jedenfalls Respekt. Ich hätte nicht die Eier, mich mit der Killerkrabbe anzulegen. Eier. Gutes Eier. Stichwort. Owei sah auch nicht immer so aus, wie man es heute kennt. Nicht nur im Blau- und Rot-Sprite, sondern sogar im Sugimori-Artwork war deutlichst zu erkennen, dass das eine Ei in Owei größer war als die anderen.
quasi der Kopf des Ganzen, während der Rest ringsum verteilt kleiner war. Heute sind alle Eier ziemlich gleich groß und auf selber Höhe. Und ich weiß jetzt schon, dass ich viele lustige Eierkommentare unter diesem Video haben werde. Was soll's. Aber nicht nur in der ersten Generation fanden Änderungen statt, auch die darauf folgende zweite Gen war noch nicht ganz zu Ende gedacht, wie es scheint. Bluebella ist ein Beispiel, welches ich schon einmal angesprochen habe. Allerdings beziehe ich mich diesmal nicht auf den Sprite, sondern auf das Artwork des Designers himself. Im Artwork von Ken Sugimori hatte Bluebella nämlich noch einen dunkelblauen Hautton statt dem hellgrünen wie heute. Also, was er sich dabei gedacht hat, wirkt irgendwie ein wenig befremdlich, wenn man weiß, dass Bluebella so ein frohes und aufgewecktes Pokémon ist. Im Artwork wirkt es so dunkel und irgendwie verlieren sich jegliche Gesichtskonturen in der Farbe und es passt auch einfach nicht zum Blumenschmuck. Gut, dass es jetzt aussieht, wie es aussehen sollte. Genauso wie Raikou. Eieiei, ich habe in meinem Video der schlechtesten Sprites der silbernen Edition ja bereits erwähnt, wie furchtbar ich Raikus ersten Sprite finde. Es sieht aus wie eine Oma, viel zu kleiner, runder Kopf und überhaupt alles andere als respektwürdig. Zum Glück haben die Designer bereits innerhalb der Generation mit der Kristall-Edition Abhilfe geschafft und Raikou nahezu grundlegend überarbeitet. Seine Stirnplatte ist endlich größer, genauso wie seine Schnurrbartpartie und seine Reißzähne. Endlich kann man es einigermaßen ernst nehmen und es fügt sich viel besser in die Reihe der legendären Pokémon ein. Seine Mähne, die ihm aus dem Nacken wächst, wurde außerdem lila, was einen farblichen Kontrast schafft und mich ebenso aufatmen ließ. Ja, all diese 7 bisherigen Pokémon haben anders angesetzt und wurden recht schnell jedoch in ihre heute übliche Form gebracht. Aber ein Pokémon hat es geschafft, über die ganzen Jahre hinweg sich von Edition zu Edition, von Generation zu Generation, von Jahr zu Jahr immer wieder zu verändern und im wahrsten Sinne des Wortes neue Formen anzunehmen. Ich glaube, kein Pokémon wurde so oft überarbeitet wie das Aushängeschild der Pokémon Company, Pikachu. Ende der 90er mit Beginn des Hypes und des Animes war Pikachu eine kleine, eher dickliche, runde Maus. Ohne Hals, glatter Übergang zwischen Kopf und Oberkörper, die kleinen roten Flecken auf den Wangen waren sehr dezent gehalten und die braunen Streifen waren sehr viel deutlicher und gingen auch frontal sichtbar um die Hüfte. Aber dann wurde es immer dünner und schmaler, Kopf und Körper wurden deutlicher voneinander abgegrenzt, es bekam die Andeutung eines Halses. Seine Arme wurden weiter nach außen platziert und wuchsen in der Breite. Seine Beine definierten sich mehr und es bekam herausstehende Knie, sowie auch andere Füße. Aus der kleinen Elektrokugel wurde ein viel mehr Wiesel-Hamster-ähnliches Pokémon, was seiner Niedlichkeit jedoch alles andere als geschadet hat. Ich finde sogar, auch wenn es etwas ungewohnt ist, sieht es dennoch rein objektiv designtechnischer besser gestaltet aus. Oder was meint ihr? Und fallen euch noch weitere Pokémon ein, die damals anders aussahen als heute? Schreibt's mir! Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt's auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken. Folgt mir doch bitte gerne auf Twitter und Instagram, damit ihr auch über alles informiert seid. Das war's von mir! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao!